Ocean View und Beach Waves. Ich und mir eine Insel, irgendwo in der Südsee, da wo uns keiner findet. Ich will da, dass ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also geh ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und dann Wildberry-Bidee. Ich will nach oben, will zum Mars. Spaceship mit Panorama für meine Besten. Immer das Beste, kaufe die Welt und keiner bezahlt. Ich will nicht alt werden, Zeit wird für mich stehen. Ich will nicht warten, will, wenn ich aufwach in dein Gesicht sehen. Private Chat in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten. Ich will haben, haben, haben. Ich will Lila, dass ich stapel. Ich will Nina auf Plakat. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen. Ich will Limos, ich will alles. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis ja. Und dann Wildberry, lele, lele, lele. Von Catania. Ich will Limos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und dann Wildberry-Lilé. Wie geht's? Oh, gut. Gut. Jetzt. Dankeschön. Wie heißt ihr? Ich bin Felix und das ist... Ja, ich bin Kai. Felix und Kai, Tom und Bill. Passt gut, klingt oder? Passt gut. Das ja. Klingt sehr gut. Eine Band. Guck mal, der hat's gleich erkannt. Ja. Geil, wie lange macht ihr das schon? Wir kennen uns, seit wir 10 sind. Wir machen Musik, seit wir 15 sind. Wir sind jetzt 32. Also so ähnlich viele lang wie ihr wahrscheinlich. Ja. Das merkst du schon direkt. Please, ne? Also man hört das auch sofort. Man hört sofort, dass ihr das schon eine Weile auch zusammen macht. Ihr seid gut eingespielt irgendwie. Und ich finde, das war besonders. Ne? Also man hat gleich gemerkt, ihr seid befreundet und ihr macht das eine Weile zusammen. Vertrauen und das hatte da. Das genau. Vertrauen. Genau, ihr habt euch irgendwie gut ineinander gelegt. Und dann wurde das auch immer geiler irgendwie so im Laufe der Zeit. Und also das hatte irgendwie Gefühl und hat gegroovt. Also war ja. Sehr, sehr cool. Okay, guys. That's the German version. Let me give you the Irish version, okay? You need some work, but you have incredible raw talent. Magie, is that right? Yeah, okay, Magie. Ich glaube, man muss eure Sachen rauskitzeln, auch viel Arbeit noch reinstecken. Ed Sheeran hat auch nicht angefangen mit der Idee von, ich mache Musik fürs große Publikum. Er hat angefangen, weil er Musik liebt, genau wie ihr. Ich sage euch nur, ihr habt alles in euch und ich würde euch gerne helfen, das rauszukitzeln. Was geil ist. Was geil ist, ich liebe es, dass ihr eure eigenen Songs schreibt, dass ihr kreativ seid. Ja, ja. Und wenn wir zusammen arbeiten, wir geben euch genau die richtigen Songs. Ja. Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf. Total geil. Ja, das ist mega. Das und wird gut mit uns. I know what it takes to take a band all the way to the end. I started a band back in 1997 called Westlife. I managed them. I think they sold about 55 million albums, something like that. Yeah, I know. Pick that name up. I got a few more. But I know what it takes to get a band. And you guys are a band, you're a group. So I'm gonna make you guys shine if you come to Team Ronan. You're looking at the brothers and you think, yeah, they're similar to us. Yeah, absolutely. Yeah. And it would be a good home for you. Yeah. I mean, you look at Gio, Mr. Entertainment down the end. Yeah. He knows what it takes. But then there's the experience at this end. Könnte sein. Also erstmal vielen, vielen Dank. Wir machen es kurz und knapp, wir gehen zu Ronan. Ja. Good choice, boys. Also. Hast du ein Gefühl gehabt, ne? Ja. Thank you. Felix und Kai entscheiden sich für Weltstar Ronan. Yes! Sie besetzen damit den ersten von 18 Plätzen in seinem Team. Wir hatten erst gedacht, Bill oder Tom. Ja. Das hätte auch gut gepasst, weil die uns viele Freiheiten gegeben hätten, aber... Wenn Ronan Keating sagt, ich hätte dich gerne in deinem Team, dann ist es schwer, Nein zu sagen. Ja. Aber es war eine harte Entscheidung. Ja.
Du wirst einen guten Job mit den Jungs machen. Die passen sehr gut zu dir. I hope so. Thank you. Thank you. Oh, gut Mensch. Es waren die 55 Millionen Alben, die du gekauft hast. Ja. Aber das hast du jetzt auch schon rausgehauen. Das brauchst du jetzt nicht. Ja, das kannst du nur einmal sagen. Das ist jetzt vorbei. Du warst der Manager von Westlife? Yeah, I put them together. 96. Wow, I was 1 year old. Okay. Sold a few records. War Ronan Keating wirklich der Manager von Westlife? Oh yeah. Check that out. Heute geht's. Hast du dir das Deutsch gemerkt, was sie dir beigebracht haben? I memorized it, yeah. Wenn du sehr überzeugt bist, Ronan, von einem Talent, dann kannst du auch sagen, ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ja. Yeah, thanks for that. No problem, brother. Ich würde sagen, beim nächsten Talent übersetzen wir mal für die Talente dann, was du sagst. Ja. Oh, weißt du? Das ist eine gute Idee. Nein, danke.